Dann mal wieder raus aus dem Bunker. Mit ihm rede ich erstmal noch nicht. Der mag mich sowieso, ne? Also mehrere hundert Meter unter der Erde ist der Bunker hier ja nicht. Es sei denn, diese Tür hier sind noch geheime viele hundert Meter, von denen ich jetzt nicht so viel mitgekriegt habe. Nun gut. Jetzt war ich hier so lange unter der Erde, jetzt weiß ich gar nicht, ob draußen Tag oder Nacht ist. Aber ich würde mal stark vermuten, es ist draußen Nacht. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Na, ich bin gespannt. Oh, das Spiel stürzt mir ab. Das macht's ja auch gerne. Bei solchen Gelegenheiten. Was zur Hölle? Mir wurde ja immer gesagt, ein Sandsturm ist Kacke. Jetzt ist es soweit. Ein nächtlicher Sandsturm. Nehme ich eigentlich Schaden, wenn ich hier draußen rumrenne? Ich glaube, es hat sogar irgendwelche Nachteile gehabt, draußen rumzuholen, wenn es Sandsturm ist. Boah, nee, oder? Ein Sandsturm. Damit kann ich ja. Dann habe ich irgendwelche tollen Effekte jetzt. Kontrolle Stärke, Mikroregeneration, bla bla bla, Leather Backpack, nö, Walker Instinct. Achso, da habe ich meine hohe Wahrnehmung hier aus dem Walker Instinct. Alter Schwede, also. Mit Sandsturm triffst du bei mir ja absolut nicht auf Gegenliebe, also. Nee, hier wirklich mal nicht. Ich reise jetzt erstmal zu den Nils Air Force Base. Was habe ich denn da vor? Geschichtsdatenbank der Bruderschaft der Fans und den blablabla. Bla bla. Die Vertonung Nils. Achso, die habe ich noch gar nicht gefunden. Na gut, dann machen wir das jetzt erstmal ganz geschickt. Ich reise jetzt erstmal zu dem. Wo waren das hier? Nordhof von Freeside. Ja, ich gehe erstmal nach Freeside. Ich muss vielleicht auch mal wieder was essen, fällt mir gerade an. Ich renne die ganze Zeit hier doof rum. Oder schlafen müsste ich wahrscheinlich auch noch. Genau, also irgendwie. Okay, es ist immer noch Nacht. Das ist ja schön, dann könnte ich ja schlafen. So, mal kurz gucken, wie ist hier mit meiner Müdigkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durst habe ich so gut wie keinen, weil ich mal am Wasser getrunken habe, aber Hunger habe ich halt. Ja, hau ich mir halt einen Burman Steak rein. Das macht zwar nicht ganz so viel, aber dann ist es wenigstens mal weg. Habe ich noch Äpfel da oder Mais habe ich noch? Oh, Mais ist perfekt. Der müsste mich eigentlich genau, fast genau auf 0-0 setzen. Ja, aber... Ey, hör auf, Magen zu knurren. Ich habe mir gerade Mais und einen lecker Burman Steak reingedreht. So, jetzt schlafe ich jetzt gleich mal. Ich hoffe, ich kann überhaupt bei den Betten schlafen. Denn was? 38 Sondermunition kann aus allen Waffen abgefeuert werden, die... Aha. 223 Sondermunition. Ach, hier ist wieder der sehr verdächtige Fleischhändler. Na gut, der ist mir jetzt aber eigentlich Wumpe. Schnell hier rein. Eigentlich müsste jede Schlange fertig sein. Ich habe doch mindestens einen guten Tag darin verbracht, der Dürf rumzurennen. Ich meine, ich bin jetzt zwei Folgen lang in diesem Bunker umhergelaufen. Das müsste eigentlich mehr als ein Tag gewesen sein. Aber trotzdem, ich schlafe jetzt erstmal hier im Bett bis zum nächsten Morgen. Ach so, da ist ja. Da fällt ja sogar richtig viel Schlaf für mich ab. Mensch. Weiß gar nicht. Ach doch, Müdigkeit hat ja irgendwelche lustigen Orientierungsschwierigkeiten gemacht. Aber eigentlich ist die Müdigkeit nicht echt ein Problem. Also ab und zu wartet man ja doch mal. Bramenstick hat nachgedacht. Oh, Hunger. Ah, was, Durst? Jetzt ist der Durst immer so hoch. Hm, doof. Na gut, dann essen wir. Dann trinke ich erstmal noch ein Wasser. Was ist denn hier? Wasser, Wasser, Wasser. Aufbereitet? Ja. Obwohl, nee, es lohnt sich noch gar nicht. Es lohnt sich noch gar nicht, was zu essen. Jalapenos? Ja, ist irgendwie klar, ist Jalapenos. Müdigkeit, ey. Kraut-Tabak, wo hab ich den denn her? Honig-Mesquite. Der müsste eigentlich ideal sein gerade. Da ist mal noch ein. So. Ist das hier nicht? Nee, Arzt der Anhänger? Nee, das war ja. Hallo. Wache der Anhänger. Wo ist denn jetzt eigentlich die Frontman Ede hin? Ich hätte ihn gerne wieder. Auch wenn er jetzt komplett leer ist. Ich hoffe ja immer noch, dass er nichts Wichtiges bei hat. Bin mir aber gar nicht so sicher. Oder meldet die sich. Nee, wie sollen die sich bei mir melden? Ich hatte gar keine Möglichkeit dazu. Das sind doch jetzt wohl mehr als 24 Stunden. Ach, da ist er doch. Nee, hm? All dieser Reichtum ist. Du bist für alle Zeiten mein bester Freund. Toll. Ja, wie heile ist eigentlich mein Anzug noch? Der müsste doch mittlerweile recht beschädigt sein. Ich wurde doch öfter mal getroffen. Oh ja. Oh ja. Wahrnehmung, Schleichen plus Schleichgeschwindigkeit, ja. Aber ich glaube, ich steige sowieso bald auf die Power-Rüstung wieder um. Weil ich glaube, ich in Zukunft mehr Rüstung brauche als andere Wache der Anhänger. Ja, Spieler, wo ist denn diese komische Frau jetzt schon wieder hin? Ich weiß zu schätzen, was sie bisher noch für uns getan haben. Da ist ja noch ein Turm, Mensch. So. Ah, hier laufen also anscheinend die Gasgeneratoren, das ist ja schön. Hübsch finster ist es vor allen Dingen hier in den Turm.
Toll, ich kann Blechdosen stehlen. Das ist natürlich auch super. Ich glaube, in einer Blechdose kommt man sogar auf was bauen. Aber ich habe natürlich wieder komplett vergessen, was. Kann ich aber in alle vier Türme rein, die es an den Seiten hier gibt? Dann hätte ich ja... Obwohl, es gibt gar keine vier Türme. Es gibt nur zwei Türme. Also eigentlich ist das hier sehr, sehr, sehr überschaubar. Aber wo ist denn diese... Nee, das ist Julia. Hey. Schön. Ja, was ist hier mit meinem... Simpack. Na bitte. Gut, also 24 Stunden sind auf jeden Fall vergangen, seit ich das jetzt mal hier war. Wo ist mein Ede? Na, Gnarre. Ich glaube, den sehe ich nie wieder. Nie wieder sehe ich den. Puhu. Ja, da muss ich halt bei den Hunden... Obwohl, der Hund hat, glaube ich, nicht so viel ausgehalten. Und neues Gehirn hat er auch noch nicht drin. Ne, hier oben ist echt nichts zu reißen. Hm. Ich würde mal sagen, ich wurde eiskalt betrogen mit meinem Ede. Schade, ich hätte nicht gerne gewusst, ob es damit noch irgendwie weitergeht. Aber ich habe die Person vorher auch noch nie gesehen und danach nie wieder. Warte mal, gibt es die Mission überhaupt noch oder habe ich die damit abgegeben? Die mein lieber Ede? Ah, hat Ede einige Tage. Einige Tage. Na gut, einige Tage ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Na gut, dann gehe ich jetzt doch nochmal zu Nellis Air Force Base und guck mal. Im Dunkeln der Geschichte, also gerade so Sachen, die sich mit Geschichte beschäftigen, mag ich ja nicht sehr. Das ist. Warte mal, da sollte ich hin. Na gut, dann reisen wir nochmal hin. Jetzt reise ich doch die ganze Zeit schnell durch die Gegend. Das wollte ich am Anfang eigentlich nicht machen, aber irgendwie... Ach, bevor ich die ganze Zeit durch die Gegend latsche. Na doch, besser ich schnell reise durch die Gegend, als wenn ich hier ewig drauf warten muss, um voranzukommen. Ich meine, man sieht natürlich mehr von der Welt, wenn man nicht schnell reist. Das sollte einem bewusst sein. Gerade in Skyrim zum Beispiel war das ja sehr wichtig. Hier geht's ja... Beruhig dich mit euren Raketenwerfer hier. Guten Morgen. Boomergard. Ich kann immer noch nicht glauben, wie sie durch dieses Artilleriefeuer gelaufen sind. Ja, ich bin gut, ne? Ach so. Die Bruderschaftsleute liegen wahrscheinlich hier irgendwo in Stücken vor der Haustür. Ja, das, Die sind ja, waren wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie ich. Ich meine, ich hatte ja ein bisschen Glück, sag ich mal. Könnten die, sie sind nicht mal bis rangekommen. Natürlich sehr bitter. Ob die Siedlung hier vorher mal komplett war, bevor die Leute aus Vault 34 hierher gekommen sind? Wo renne ich jetzt eigentlich gerade? Ich folge natürlich dem falschen Marker, aber ich hätte es auch anders sein können. Es wäre ja völlig unmöglich gewesen, dass ich mal den richtigen Marker von allein hinterherlaufe. Na gut, die werden hier trotzdem wahrscheinlich in irgendeinem lustigen Loch liegen. Würde ich mal zumindest stark vermuten. Ich glaube, ich habe gerade keinen Platz, um irgendwelche dicken Power-Rüstungen. Ach, guck mal, ach da! Das war nur einer. Oh, die sieht ja noch recht frisch aus eigentlich. Einsatz. So, Mikrofusionszellen, jawohl. Na bitte, da haben wir doch eine. So, liegt hier noch einer rum von dem Paladins? Nö, die drei Einsatzfälle. Mal sehen, was das Einsatz-Holoband hier sagt. Temporäres Kennen und wage es zu tun. Paladin Resilane durchsuchen Sie mit einer Eskorte die Militärbasis im Nordosten nach den benötigten Komponenten. Wir haben Informationen über ein ausgeprägtes Territorialverhalten der dortigen Bewohner. Allerdings durften Sie kaum über Waffen verfügen, die jemanden in vollständiger Powerrüstung gefährlich werden könnte. Die Bedrohungsstufe wird als minimal betrachtet. Glatte Fehleinschätzung. So, kann Arcade rein, die Pop. Aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack-Brahmin, ja? Genau, das hatte ich vor. Du darfst nämlich erstmal die dicke Pop. Ich stehe hier nicht, weil mich meine Gefühle. Verdammt! Gut, dann muss ich die Power-Rüstung mal umpacken. Warte mal, ich reise jetzt sowieso erstmal. Genau, ich reise jetzt mal kurz nach Novak zu meiner Truhe. Pack mal eine Runde um. Nee, nicht nach Hidden Valley. Nach Novak, was schon wieder auf. Auch schon wieder so weit. Es ist heute wieder der Tag der großen Streckenreisen, aber ich habe mir jetzt überlegt, die Tarnrüstung, ich bin eigentlich so schon gut genug in Schleichen. Da brauche ich die Tarnrüstung ja nicht unbedingt. Hoffe ich zumindest. Mal kurz gucken, wie gut Schleichen ist. Natürlich ist Schleichen dann wieder langsamer. Das hat natürlich alles Nachteile, aber da die Rüstung nicht direkt meinen Schaden erhöht. Wenn sich irgendwann nochmal eine Gelegenheit ergibt, wo ich wirklich gut schleichen muss, dann werde ich die natürlich wiederholen, aber die ist halt schon echt recht beschädigt, ne? Und das Reparieren, das ist halt, kostet ein Vermögen von der Rüstung wahrscheinlich. Nur wahrscheinlich, ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber... Ah, der Helm ist natürlich ganz schön kaputt. Army Jumpsuit, boah, Bruderschaftsrude, Gegenstand, Kleidung, Barrett der ersten Aufklärung. Ach ja, da gab es ja Probleme mit Tarnrüstung. Schleichen plus 25, ja, Schleichen plus 25? Okay, ich gehe. Ja, tschüss.
Wie gut bin ich jetzt eigentlich genau in Schleichen? Ich habe Schleichen auf 77. Naja, das geht ja eigentlich. Das müsste sogar noch höher sein, sobald ich die Rüstung anlege. Warte mal, das Ding macht Stärke plus 1 und Strahlenresistenz plus 25. Und die Bruderschaftsrüstung, die sieht halt aus wie Bruderschaft, ne? Das ist ja irgendwie doof. Vor allen Dingen passt die farblich überhaupt nicht mal zu meiner grünen Power-Rüstung. Also, zieht lieber die hier an. Ja, sind nicht mehr wie eine. Dann kann ich das Ding mal kurz reparieren. Zack. So, jetzt bin ich nämlich nicht mehr über Land. Ich kann sogar noch mehr mitschleppen als vorher. Und Schleichen ist auf... Warum ist denn Schleichen immer noch auf 77? Ach klar, die macht ja Beweglichkeit minus... Nö, die macht nicht Beweglichkeit minus 1. Leicht, schwer. Ich glaube, das ist einfach nur schwere Rüstung, die das hier halt runternimmt. Na gut. Den Helm, die setze ich mal, glaube ich... Ach, den Helm nehme ich, glaube ich, gar nicht erst mit, obwohl die Nachtsicht ist natürlich... Hier, das waren hier... nein, nicht auf Arcade. Welche Taste waren hier die Nachtsicht? M. Ah, M. Eigentlich ist das auch nur ein nettes Gimmick, ne? Also das... Obwohl, ich nehme den Helm mal mit, falls ich mal wieder durch Zufall irgendwo nachts rumlaufen muss. Ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ich diesen komischen Helm dabei habe. Brille von Dirk? Nee, da kann ich ja meine Valenz... Der macht in plus 2 die Brille. Achso, das war ja der einzige Grund, warum ich die überhaupt bei habe. Kann ich die endlich mal reparieren? Ja, kann ich. Perfekt. So, habe ich jetzt immer noch... Schleichen auf 81, na bitte. Schleichen auf 81 ist okay, denke ich, oder? Das sollte eigentlich reichen für die meisten Gegner. Man muss das ja nicht immer auf 100 haben. So, zum einen das. Ich frage mich ja, wann die mir... Also, ich kann mich dunkel erinnern, in Fallout 3 haben die sich echt schwer getan, einen beizubringen, wie man eine Powerrüstung trägt. Das kam da auch relativ gegen Ende eigentlich erst. Oh. Ich würde gerade sagen, das ist immer noch hier, aber... Hat sich ja erledigt. Danach müssen wir dann zu Black Mountain hoch. Das wird natürlich auch sehr witzig. Aber hier vor so ein paar Viechern im Canyon habe ich ja eigentlich nicht so die Angst. Oh, jetzt sehe ich schon wieder so blutig aus. Ah, mit Rucksack auf dem Rücken. Arcade? Okay, Arcade ist noch bei. Für den könnte ich eigentlich mal so eine Kampfrüstung MK2 kaufen, weil doch hat er die MK1. Aber die Kampfrüstung, die die Leute hier in den... Die die Bruderschaft hat, die sieht ja auch eigentlich prinzipiell nicht schlecht aus. So, und dann möchte ich noch... Hardy mit den obersten Paladin, den ältesten zu entheben, bla bla bla. Epe mit Jonah und Gomorra. Achso, der Auftragsmord. So, dann muss ich jetzt erstmal das Tal finden, weil man gab es dafür noch... Dass es dafür nicht mal eine eigene Quest gibt, ist ja schlimm. Ritter Taurus in Hidden Valley möchte ich hier... Verdammt. Jetzt habe ich natürlich schon wieder glatt vergessen, welche Himmelsrichtung er gesagt hat. In irgendein Tal, aber... Das muss ja hier relativ in der Nähe sein. Oder aber gibt es da vielleicht doch eine Aufgabe und ich bin einfach nur zu doof, die zu finden? Leute beeinflussen? Nee, die sind ja... Harte Zeitenblues, Pumpstation Ost. Da bin ich echt viele Missionen noch offen, die ich vielleicht doch irgendwie mal langsam sicher mal erledigen sollte. So, die Belüftungsschächte, die sind einfach nur zur Ablenkung da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. In den Protokolldaten. Was ist das da hinten eigentlich schon wieder für ein Gebäude? Das da kenne ich, aber das da meine ich. Ist das... Ich glaube, das ist der Flughafen, ne? So. Frame-Einbrüche, ekelhaft. Mag ich gar nicht sowas. 2 mehr. Bin gerade kurz abgelenkt. So, jetzt geht's weiter. So, Tal. Was ist denn das da hinten zum Beispiel? Ey, diese Lederpistole finde ich doch niemals, nie nicht, finde ich die. Wie soll ich denn das machen? Nachladeruckler. Ah, das ist so ekelhaft, weil das Spiel auf der gleichen Festplatte ist wie die Festplatte, auf der ich schreibe, weil... Die Festplatte, die ich bestellt hatte für meinen Rechner, war in der falschen Größe. Und ich habe die jetzt endlich zurückgeschickt, was ich ja eigentlich schon hätte viel früher tun müssen. Aber ich habe bis dahin irgendwie nicht so richtig die Zeit gefunden. Deswegen läuft gerade mein ganzer Rechner auf meiner externen USB 3.0-Platte. Und das ist natürlich irgendwie nicht so geil. Das führt halt zu üblen Frame-Einbrüchen bei solchen Nachladendingern. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Bei anderen Spielen ging es noch ganz gut, aber jetzt hier gerade fällt es massiv auf. Weil die meisten Spiele laden nämlich... Ich glaube, hier bin ich falsch. Das sieht hier irgendwie so schon so... Bin ich denn hier überhaupt... Sagt die Karte zu dem Thema. Ja, auf jeden Fall, Nils Hütte. Nee, hier bin ich generell falsch.
Ja, das, ja, wieder Festplatte. Ich hoffe, die gute, die angeforderte 1TB-Platte kommt dann bald mal. Also das nur für Spiele, nicht zum Aufnehmen. Weil ich nehme immer noch aus verschiedenen Gründen auf einer externen Festplatte auf. Per USB 3.0 ist das auch gar kein Problem. Hat nämlich einen Mobilitätsvorteil. Aber. Es hat leider auch einen Nachteil. Der beim Muxen auftritt, aber das ist nicht so wichtig. Da gibt es hier vorne noch welche Leute. Sind das Pulverbanditen? Warte, ich muss. Was ist das überhaupt für eine Bahnstrecke? Ich bin jetzt zum Beispiel wieder völlig ab von meinen Canyon. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass sie es tatsächlich geschafft haben, sich nachts rauszuschleichen, aber. Es gibt natürlich die völlige Abriegelung. Niemand kommt raus oder rein. Nee. Niemand. Ach, das ist ja wieder hier. Das ist. Irgendwie aus den Erzählungen hört sich das immer so an, als wäre das viel mehr Strecke. Na gut, er hat, glaube ich, auch nichts zu sagen für uns. Dum-dum-dum-dum. Hallo? Ruckel. Mhm. Aha. Na gut, der Steinbrucharbeiter ist wahrscheinlich nicht gerade so der Quell der Informationen. Vielleicht doch lieber die Knifte? Nee, also ich glaube, mit der Infiltrator fahre ich im Moment gerade am besten, obwohl die Infiltrator natürlich gerade die gleiche Munition verwendet wie die dicke Pistole. Andererseits ist es eine automatische Waffe mit Zoom und Schalldämpfer. Und schallgedämpfte Waffen sind immer gut. So, hier liegen Skorpione rum, die ich erschossen habe. Genau. Könnte man das hier wohlwollend als Minital bezeichnen? Wenn man unbedingt möchte. Ich meine, hier gab es Skorpione. Ich wurde übrigens noch nie von einem gebissen. Deswegen habe ich Zeit, dass die Würfel rollen. Glück auf. Geil. Verderben 5. Bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Bevor ich hier weiterlaufe. Ah. Ah. Da ist der Friedhof. Schön. Gut, okay. Das Verderben hat sich heute anscheinend im Tränzen gehalten. Ich speichere mal lieber trotzdem. Na. Also ich warte immer noch auf das absolute Verderben, was jetzt kommen könnte, wie Atomschlag oder so. Man weiß ja nie. Hier liegen so viele Skorpione rum, das muss eigentlich hier gewesen sein. Meine, das ist hier direkt am Zaun und nicht so weit weg und generell und überhaupt. Ich habe auch echt keine Anhaltspunkte. Was? No Photography. Ja, ich denke mal nicht, dass sich hier irgendjemand noch Fotos macht, beziehungsweise es irgendjemanden gibt, der sich darum Sorgen macht, dass hier jemand Fotos macht. Wo ich könnte Fotos machen. Warte mal, ich muss jetzt leider mal, Das tut mir eigentlich schon fast leid, aber ich muss leider. Fuck the police! Oh Mann. Diese blinde Anti-Autorität. Giftdrüsen, aber sind die Giftdrüsen eigentlich was wert? Oh ja. 35. Ich habe ja, meine Theorie war ja gerade, dass die Skorpione vielleicht irgendwie so eine Laserpistole verschluckt haben. Aber dem war wohl eher nicht so. Was? No trespassing? Shoot? Naja, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand noch rumshootet. Ja. Das hier sieht doch auch ein bisschen aus wie ein. Oh, guck mal, noch mehr Skorpione. Hat der auch einen Kopf? Ich schieße gleich die. Ach komm, ich schieße noch einen Stachel. Ich glaube, der ist hinüber. So, hier könnte es tatsächlich sein. 6 Kugeln verballert. Dafür. Hätte ich mir Zeit übergeschossen, hätte ich wahrscheinlich Munition sparen können. Ah, Canyon. Oder hat er Tal gesagt? Tal oder Canyon? Ich meine, Canyon ist ja eigentlich so ein richtig tiefer Einschnitt. Ich weiß gar nicht, ist Canyon, dass das unbedingt ein Fluss sein muss? Oder reicht da auch ein normaler Einschnitt? Ist ein Canyon einfach nur ein tieferes Tal? Ich glaube, er hat eher Tal gesagt. Das Wort Canyon habe ich mir gerade ausgedacht. Ich meine, es gibt hier schon so ein paar Hügel, da könnte man wohlwollend als vom Tal sprechen, aber. Jetzt renne ich hier draußen echt rum, weil irgend so ein komischer Typ seine Waffe verloren hat, weil er sich unbedingt mit seinen Mädel rausschleichen muss. Ja, Gnarf. Hm. Ja gut, da vorne geht es aber nicht weiter. Und wenn ich hier nicht gleich die Usti Arcade? Da kommt da schon wieder auf die raus. Mann, nee. Das ist hier überhaupt für ein Hügel. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wie das hier aufgeschüttet ist. Generell sieht das total komisch aus, wie hier der Sand verläuft. Ich komme hier nicht hoch und jetzt hier. Da war gerade ein Grafikglitch. Ich habe ihn genau gesehen aus den Augenwinkeln. Ich höre hier auch Schüsseln in weiter Entfernung. Ich habe bloß wieder nicht richtig zugehört, wo er seine Laserpistole fallen ist. Das hat sicherlich minutiös beschrieben, wo ich zu suchen habe. Und ich Trottel habe bloß nur wieder nicht die Augen aufgesperrt. Die Ohren aufgesperrt, um genau zu wissen, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Ja, das sieht auch eher so nach Grafikglitchland aus. Oder da hinten vielleicht. Also ich muss ja sowieso Richtung Black Mountain. Ja, da vorne ist wieder das dumme RNK-Gefängnis und hier ist der Eingang. Ach nein, hier komme ich nicht raus. Oh Gott, das ist... Ja, komme ich hier vielleicht irgendwie hochgeglitscht? Meine Arcade hat es ja sowieso schon festgepackt. Der kommt garantiert nicht mehr raus, aber ich vielleicht noch irgendwie...
Was ist das auch solche, diese Zäune hier zu bauen? Schlimm, schlimm, schlimm. Kann ich auf den Zaun laufen? Oh. Na, das sieht nicht so gut aus. Nee, auf den Zaun laufen funktioniert nicht so gut. Warte mal, da vorne, das sieht gut aus. Ich meine, das ist direkt links vom Ausgang. Da könnte es sein. Mal schauen wir doch mal.